Ja, das ist nur ein verstecktes Pilzhaus. Was kriege ich hier? Ein Item oder was? Also wenn ich noch einen Pussy kriegen würde, wäre das cool. Blöder Pilz. Kannst mich mal gerne haben. Ja, alte Quatsch, Kommentare gelesen und so, genau. Und, da waren schon mindestens zwei Leute oder so. Ich glaube, das waren Enti und Solem oder so. Also Enti auf jeden Fall und ich glaube, Solem war der zweite. Die, gesagt haben, kannst du mich irgendwie als, kannst du mich bitte irgendwie Miiverse adden, kannst du mich bitte adden oder was auch immer. Ich, keine Ahnung, ich habe doch noch keine Ahnung, wie das hier überhaupt alles funktioniert. Und, in dem Fall, nee, kann ich nicht. Ist eine ganz klare Aussage. Da ich keine Ahnung habe, wie es geht, kann ich es nicht. Aber ich kann euch anbieten... Oh, da ist ein 8-Bit-Luigi. Ich kann euch anbieten, dass ihr mich addet. Wie wäre es damit? So, die Pennen hier. Kann ich euch einsammeln? Ja, kann ich, genau. Und mit denen kann man dann Gegner fressen und so. Aber ich kann keinen Wandsprung mehr machen, wenn ich ihn in der Hand habe. Gott, die fressen sogar Sterne, ist ja Wahnsinn. Ja, also wenn ihr mich adden wollt, dann müsst ihr das irgendwie selbst auf die Reihe kriegen, weil ich krieg's nicht auf die Reihe, weil ich unfähig bin und mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Ihr findet mich auf jeden Fall auf der Wii U als Nixon82, der Name dürfte ja mittlerweile bekannt sein, so ein bisschen. Und ja, das ist alles, was ihr wissen müsst. So, und jetzt will ich mal gucken, was hier oben ist. Ah, das sind nur hier drüben die Münzen. Ja, hat das jetzt irgendwas gebracht? Nö, ne? Außer, dass ich meine Schnappgeranien ja da unten hingestellt habe. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich die noch brauche. Das wäre sicherlich nicht von Nachteil gewesen, sagen wir mal so. Ah, ich kann die nochmal einsammeln. Verstehe, verstehe. Und die schießen da schon scharf. Verdammte Piranha-Pflanzen, lasst mich in Ruhe. Aha. Kann ich eigentlich auch Feuerbälle fressen, wenn die mit Feuerbällen auf mich schießen? Mach das mal. Die macht das. Wow. Die Pflanze ist cool. Und Marios Geschrei gerade beim Münzsammeln war auch cool. Ha, ja, ja, uha. Aber irgendwie sieht die Katze voll doof aus, wenn die auf den Hinterbeinen läuft, oder? Du frisst sogar die Halbzeitfahne, ist das dein Ernst? Gibt's irgendwas, was das nicht... Stopp. Ich glaube, da war noch was, oder? Ne, hier war nichts. Du stirb! Okay, dann habe ich das verwechselt. Das hier ist doch ein cooler Effekt, oder? Das hat mich schon begeistert, als ich das erste Mal gesehen habe. Im Prinzip ist es natürlich das Billigste, was man haben kann, weil theoretisch gesehen könnten sie sich damit sparen, irgendwelche Sprites zu zeichnen und so weiter. Aber von der Optik her ist es doch cool. Also, dass man wirklich nur seinen Schatten an der Wand sieht und sich daran orientiert. Aber ach, geil, also ja, also wenn das Spiel noch ein 2D-Spiel wäre, das Sprites verwendet und so ein Kram, dann wäre das natürlich jetzt wirklich die billigste Methode. Kann ich die Pflanze einfach benutzen, um das Zeug hier zu fressen? Ja, kann ich. Friss! Wie habt ihr mich gerade getroffen, ihr Scheißdinger? Ich hab's verstanden, ich soll da hoch und dann... Ah! Okay! Meinetwegen. Jetzt habe ich völlig vergessen, was ich sagen wollte. Ja, man benutzt hier keine Sprites mehr, wir haben ja 3D-Modelle, aber wenn das ein 2D-Spiel wäre und man Sprites benutzen würde, dann wäre das mit den Schatten natürlich die billigste Art, um Zeichen und Animations- und Farbaufwand und alles Mögliche zu sparen, weil man sieht ja nur grau auf grau quasi. Aber es ist halt mal kein 2D-Spiel, es ist ein 3D-Spiel. Oh, guck mal, ein riesen Bowser und der arme Captain Toad hat Angst vor ihm. Komm, Captain Toad, ich stell dich mal an, nicht so an. Benimm dich mal wie ein Mann, hör auf zu jammern wegen dem blöden Reptil, dass der wohl keinen Panik kriegen. Bauf! Yeah, ja gut, okay. Vergisst, was ich mache. Und davor hast du Schiss von einem Stück Holz, von einer Holzattrappe, die du eigentlich von Weitem hättest sehen können, von deiner Position aus, also dass es eine Attrappe ist. Du solltest dich schämen, was für ein Abenteurer bist du eigentlich. Schlechter, ja, schon klar. Hier sind noch ganz viele Türen, okay. Kann man noch einen Stockwerk hoch? Ich habe eigentlich alles, was es in dem Level gibt, ne? Also brauche ich mir darüber eigentlich gar keinen Gedanken machen. Und mit einem Weitsprung müsste das hier problemlos möglich sein. Genau. Da brauche ich nicht mal die Pussy-Power für. Und in einer Minute, Quatsch, in einer Sekunde, hätte die Zeit wahrscheinlich durchgedreht. Also die Musik durchgedreht, weil mir die Zeit ausgeht oder so. Aber egal, egal, egal. Alles egal heute.
Gott, macht das schon wieder einen Spaß, das Spiel zu spielen. Es ist Wahnsinn. Aber es wird schwerer, habe ich den Eindruck. Ich kann nicht mehr so durchrennen wie in Welt 1. Und ich poste jetzt nichts. Nein. Ich ignoriere das Miiverse. Das ignoriert mich auch. Da unten gibt es irgendwas in dem komischen Haus. Ne? Da müsste ich, glaube ich, einen Stern abgreifen können oder so. Für nichts machen. Dann haben wir da wieder eine Slotmaschine. Da können wir noch ein Leben holen. Das finde ich auch okay. Das Leben können wir aber bestimmt noch gebrauchen. Ja, mach doch schon hin mit deinem Speichervorgang. Kann nur so schwer nicht sein. Das muss, dass das Ding aber auch nach jedem Level so lange speichern muss, das ist Wahnsinn. So, Stempel, Wuppidu. Yay, wir haben eine Fee. Ich bin begeistert. Nicht wirklich, aber ja. Das mit den Stempeln, ja, es ist halt so typisch Nintendo. Hauptsache, wir bauen noch irgendeine sinnlose Sammelaufgabe ein und... Ja, und dann haben sie halt die eigentlich relativ clevere Idee gehabt, dass man die Stempel mit dem Miiverse kombinieren kann und dann kann man sowas hier machen, genau. Andy zeigt uns irgendwie die ganze Katzenfamilie und er spoilert uns schon, weil Rosalina in dem Spiel vorkommt. Oh mein Gott. Ja, das wissen wir alle viel zu viel und so, ne? Weil damit hat ja gar keiner gerechnet, weil das Spiel ist ja jetzt auch erst seit gestern raus oder so. gut, 100 Münzen, gib sie mir. Gib's mir. Goldregen, yay. Gut, ich war schon immer scheiße mit solchen Slot-Machines. Da habe ich noch nie Glück gehabt. Es steht da der gleiche wie eben oder ist das ein neuer? Michi. Und der zeigt uns einen Bowser mit sehr seltsamem Kopf. Ignorieren wir das, okay. Kümmern wir uns lieber um diese Welt hier. Und die hat bestimmt einen Namen. Über die Kullerhügel. Welt 2-4 übrigens. Übrigens, falls ihr wollt, dass ich zwischendurch mal mit einem anderen Charakter spiele als mit Mario, dann müsst ihr mir das sagen, weil ich bin mit Mario eigentlich im Moment sehr zufrieden. Oh, und guck mal, da ist sogar ein Mario-Schalter, den ich nur als Mario bedienen könnte. Ich glaube, das ist mit so ein Grund... Das ist mit eine der Sachen, die ich überhaupt nicht mag an dem Spiel. Auch wenn ich das Spiel eigentlich sehr mag. Diese zwanghafte, du musst in das Level mindestens zweimal reingehen, weil wir dir keine Wahl lassen. Hätte ich jetzt irgendeinen anderen Charakter gehabt, also Toad, Peach, Luigi oder später Rosalina, ist egal. Mit denen hätte ich in dem Level hier nicht den Stempel kriegen können, ne? Den kann ich nur mit Mario kriegen, weil das ein Mario-Schalter war, da war ein M drauf. Das heißt, nur Mario kann den aktivieren und jeder andere hat gelitten. Das ist doch irgendwie doof. Also, das sind Sachen, die mag ich allgemein nicht in Mario-Spielen. Das gab es auch in der New Super Mario's... New Super Mario Bros. 3D... Der New Super Mario Bros. Reihe, genau, so, genau. Und da gab es auch jede Menge Welten, wo man sich irgendwann an einer bestimmten Stelle zwischen zwei Wegen entscheiden musste. Und wenn man alles in dem Level haben will, dann muss man zwangsläufig zweimal spielen, weil man muss beide Wege abgrasen, damit man alles kriegen kann. Hahaha. Das mag ich überhaupt nicht. Also, wenn es dann wirklich auch kein Zurück mehr gibt, damit man nochmal nachgucken kann, ob man nicht was vergessen hat oder so. Oder man weiß, dass man was vergessen hat und man kann es dann einfach noch einsammeln. Das ist, dann ist das okay, aber wenn man mir die Wahl gar nicht lässt, dass ich nochmal zurückgehe und so, und man zwingt mich quasi dann auch die Arten Level zweimal zu spielen, das mag ich überhaupt nicht. Also, bitte. So, keine Ahnung, warum ich die ganzen Münzen einsammle, wahrscheinlich, weil ich es kann. Aber, ja. Und ganz viele rote Münzen, die ich eigentlich gar nicht bräuchte, weil ich hab doppelte Pussy-Power. Ja, okay, vergesst die Katzenglocke. Ich habe noch genug Katzenglocken. Ja! Aber irgendwo müssten hier noch zwei Sterne sein, darauf bestehe ich. Oh! Ich kann die wegblasen! Ich kann ins Dings blasen und dann fliegen die weg. Guckt euch das an! Da jetzt bewegen sie sich noch. Ist das geil! Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht zu sehr, wenn ich hier puste. Nicht, dass man mich die ganze Zeit ins Mikrofon pusten hört, aber dann kann ich es leider auch nicht ändern, weil... Das Spiel verlangt das ja von mir, dass ich hier einen blase und so, ne? Aber ich finde das extrem cool, dass ich die Mini-Gumbas einfach wegpusten kann. Ich bin mächtig! Ja. Okay. Gibt's hier echt nichts? Nee, das kann nicht sein. Das ist gegen die Spielregeln, dass ich das... Eleganter Flug mal wieder. Das gibt's ja nicht. Echt jetzt? So ein Riesenbereich und nichts? Bin ich von da oben gekommen? Nö, bin ich nicht. Leute, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier so Zeit verschwende und so, aber ich meine, hier müsste es Sterne geben in dem Level. Also wenigstens mal noch zwei Stück oder so.
Das ist ja nur eure Zeit, die ich hier verschwende. Ich habe ja Spaß bei der Sache. Gut, egal. Eigentlich müsste ich mir ja auch gar nicht so einen Kopf drum machen. Ich könnte einfach sagen, ja, ich sammle ein, was ich unterwegs sehe und der Rest ist mir egal. Aber so wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich nachher sowieso drauf rausgehen, dass ich das Spiel dann doch abschließen will. Also, dass ich wenigstens alle Level freispielen kann. Dazu brauche ich alle Sterne. Wenn auch nicht alle Stempel, aber alle Sterne brauche ich dafür auf jeden Fall. Kann auch sein, dass ich die Stempel dafür brauche. Denkbar. Ja, für das ominöse, grauenvolle, super sadistische letzte Level freizuschalten oder so. Aber, ja, wenn ich das am Schluss dann sowieso mache, dann kann ich auch jetzt gleich von Anfang an gucken, dass ich das Zeug einsammle. Hallo Goomba, was willst du von mir? Ah, Baller, Baller, Baller. Ja, Katzen, die mit Wellen spielen. Davon hatten wir es auch schon mal in einem von den Videos bis jetzt, ne? Ich mag das. Katzen sind irgendwie, wenn sie spielen, sind sie unheimlich niedlich. Wenn sie einfach nur da rumliegen und schlafen, sind sie unheimlich niedlich. Wenn sie kuscheln wollen, sind sie niedlich. Das Einzige, was bei Katzen doof ist, die haben ihren eigenen Kopf, ne? Also, die machen, was sie wollen und nicht, was sie sollen oder was man von ihnen will oder so. Die lassen sich nichts sagen. Wenn man eine Katze streichen will, dann ist das der Katze teilweise relativ egal. Die ignoriert einen dann oder geht weg oder macht sonst irgendwas. Und wenn man dann gerade was völlig anderes am Machen ist, wenn man die Katze quasi ignoriert, dann kommt sie auf einmal und will was oder so. Also, ja, Katzen sind da wirklich sehr eigen. Gut, das wusste ich, dass man hier runter kann. Ich wollte zwar jetzt nicht so runterspringen, aber ja, es ist auch einer der späteren, also der Stern, die Hering erst später in seinem Let's Play oder so eingesammelt hat. Und da das relativ spät im Let's Play war und das Let's Play so lange noch nicht her ist, kann ich mich daran noch einigermaßen erinnern, ja. Also brauche ich mir keine Gedanken zu machen, ich wusste, dass ich da runter kann. So, da hoch wollen wir nicht, weil ich zu faul bin, hochzuklettern. Den Pilz wollen wir auch nicht. Ich nehme lieber Pussy Power und renne den Bahnmast hoch. Dieses Power-Up ist genial. Es ist absolut genial. Ich liebe das. Es ist unheimlich nützlich, ja. Macht Spaß mit dem Ding. So, und jetzt müsste ich eigentlich Videos auf YouTube freigeben. Sehe ich gerade, es ist für Tour mittlerweile. ja, ist mir egal. Ich nehme es noch ein bisschen weiter auf. So viel Zeit muss sein. Ich bin eigentlich doof, ne? Ich habe beim letzten Mal noch gesagt, ja, ich könnte ja so machen, dass ich jedes Mal, wenn ich spiele, nur eine Welt mache. Und dann ist gut. Andererseits, Moment. Ich bin noch in der gleichen Welt, oder? Ich habe jetzt noch keine Welt abgeschlossen. Ja, Speichervorgang abgeschlossen. Ist okay. Nee, das ist noch die Welt. Oh Mann, bin ich langsam. Oder, ich weiß gar nicht, wie lange spiele ich jetzt schon wieder. Kann mir auch keiner sagen, ne? Egal, gucken wir mal, was der Goomba uns hier anzubieten hat. Aus dem Weg, Maxi-Goombas. Ja, ich verprügel euch sonst. Ja. Und der Nächste. Boah, mit Sturzflug-Attacke getötet. Ja, also, ziemlich witzloses Level, ne? Also, obwohl, Moment. Diese Maxi-Goombas, könnte man auf die draufspringen im Normalzustand? Die sind sehr groß, ne? Fast gestorben, okay. Naja, meinetwegen. Also mit Pussy-Power kein Problem, weil man einen Angriff hat. Man braucht einfach nur, um sie zuzulaufen und zu schlagen. Aber wenn man die nicht hat und auch keine Feuerblume hat, dann kann man eigentlich nur auf die Goombas draufspringen, oder? Auf diese Maxi-Goombas. Und das stelle ich mir schwierig vor, weil sie so groß sind. Let's go, genau. Aber nicht mit Toad. Ich bleib bei Mario. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich einen anderen Charakter spiele, dann sagt das. Hau sie weg im Rätselhaus. Okay, ich hau sie weg im Rätselhaus. Willkommen im Rätselhaus. Ja, ja, hier findest du Sterne, genau. Und tritt ein. Ja. Achso, ich muss euch noch ganz finishen, genau, ja. Stimmt, ihr seid ja nur kurz auf dem Rücken. Und das geht noch viermal, okay. Ich brauche also... Wow. Ich bin fähig. Ich brauche 5 Sterne hier drin und ich habe nur begrenzt Zeit. Ich habe immer nur 10 Sekunden Zeit, um rauszufinden, was ich machen soll und das dann auch hinzukriegen. Gut, im Moment geht es nur darum, Gegner zu töten. Und, achso, ja, stimmt, die 10 Sekunden, die sind nicht nur, um rauszufinden, was ich machen soll und das zu machen, sondern auch, um den Stern noch einzusammeln. Das heißt, wenn ich in der letzten Sekunde meine Aufgabe erfülle, dann bringt mir das gar nichts, weil ich den Stern nicht mehr einsammeln kann. So, das war einfach. Mit Katzenpower ist das wirklich einfach. Pussypower meine ich natürlich, Entschuldigung. Ich bin eine Kami-Katze. okay. Feuerbrüder, da lache ich doch drüber. Ich bin eine Katze, ich mache euch alle kalt.
Ja, ihr könnt vielleicht, ja, easy, genau, das trifft's mit dem Item auf jeden Fall. Seit Super Mario 64 mal wieder so ein richtig cooles Mario. Das ist irgendwie halb wahr. Also, ich meine, Mario Galaxy war auch ein richtig cooles Mario-Spiel und das kam irgendwie auch nach Super Mario 64. Aber ja, prinzipiell gebe ich dir da recht, wer auch immer du gerade warst. Ja, Mario 64. Guck mal, da unten liegt ein Leben. Seht ihr das auch? Wie kommt man da hin? Ach, da kann man hier unten lang? Also hat die Oberweltkarte doch irgendwo einen Zweck. Man kann dann irgendwelche Geheimnisse finden, indem man hier rumläuft. Okay. Also ich weiß, dass man hier jede Menge Luigis und weiß der Geier, was alles finden kann. Aber dass man hier mal einfach so um die ganze Welt laufen kann, das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht so wirklich. Und auf die Art kriegt man einfach mal ein Leben geschenkt. Ist das nicht schön? Ja. Da sieht man mal, was der Entdeckergeist so alles bringt. Schön. Du bist irgendwie Mario und so, ja, egal.